den Trainer der Gastmannschaft gewinnen. Oder bitte schön, kurzes Statement zum Spiel. Ja, wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir dieses sehr schwierige Spiel heute gewonnen haben. Ich glaube, das ist ein brutal intensives Spiel war. Hatte was von offenem Schlagabtausch teilweise. Das hätte sicherlich so oder so ausgehen können, das Spiel. Aber ja, wir haben dann nach der Pause ein wichtiges Tor gemacht nach einer Standardsituation. Und haben dann zwar leider im Konter nicht mehr das dritte Tor nachgelegt. Deshalb war es halt ein Spiel auf Messerschneide, mussten viele Standardsituationen verteidigen, viele schwierige Situationen vorm 16er. Man hat sicherlich meiner Mannschaft auch ein bisschen angemerkt, dass nach hinten raus die Kraft immer ein bisschen weniger wurde. Aber deshalb bin ich besonders stolz auf meine Mannschaft, weil sie eben halt heute extrem gefightet hat und diesen Sieg unbedingt nach Hause bringen wollte. Und das hat sie mir vermittelt und deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir dieses Spiel heute gewonnen haben. Dankeschön. Nino, bitte. Danke. Salzburg, gratuliere dem Sieg, zu verdienten Sieg. Wir haben natürlich in dem Spiel immer am Beginn die Rückfälle gehabt, dass Salzburg ziemlich einfach in Führung gekommen ist. Die Mannschaft hat beide Male hat gut aufgestanden, hat versucht Fußball zu spielen, Chancen zu kreieren, hat Kampf gebracht und wie gesagt, mit Einsatz meiner Mannschaft kann ich stolz sein, kann ich sehr zufrieden sein, dass uns etwas die Alternativen in die Offensive gefällt haben, denke ich, dass das eine von den Gründen sind für diese Niederlage. Wir haben nicht viel dann anbieten können in die Offensive, aber wie gesagt, Kampf hat gepasst und die letzte Effektivität vor dem Tor oder bei meiner oder anderen Standards hat uns etwas gefehlt. Danke, Nino. Fragen bitte, meine Herren. Bitte. Herr Schmidt, was bedeutet Ihnen der Rekord jetzt, diese 30 ungeschlagenen Ligaspiele? Ja, das bedeutet uns schon sehr viel, ne? Weil wenn so ein Rekord so lange hält, wie dieser hier von Rapid, dann scheint es was Besonderes zu sein, so lange ungeschlagen zu bleiben. Und dass die Mannschaft das jetzt 30 Spieltage hintereinander geschafft hat, ist schon eine Auszeichnung, spricht für die Mentalität meiner Spieler, meiner Mannschaft insgesamt. Und da waren ja auch sehr viele schwierige Spiele bei. Das letzte Spiel hier bei Austria war ja quasi symptomatisch, wo wir zur Halbzeit 1-0 hinten lagen und nur noch 10 Mann auf dem Platz hatten, haben das Spiel auch nicht verloren und viele andere auch noch gedreht. Also von daher, reicht es. Sind wir froh, dass wir den Rekord eingestellt haben, aber Sie können sich sicher sein, dass wir ihn jetzt auch brechen wollen. Respektieren, muss man kämpfen, um diese Abstand zu verkleinern. Wie gesagt, Salzburg ist momentan in hervorragender Form, das zeigen die Meisterschaft, das zeigen die in Europa League. Und wir können Salzburg nur gratulieren und von unserer Seite versuchen, unsere Spieler wieder fit zu bekommen und versuchen, wieder in Zukunft diesen Kampf zu bringen. Wenn wir diesen Kampf bringen und diese Wille, dann werden wir unsere Spiele gewinnen. Und dann können wir noch die Position von Salzburg in Gefahr zu bringen. Wie gesagt, wir haben gewusst, dass das eine schwere Saison sein wird, weil wir Champions League haben. Durch dass wir so viele Verletzte haben, ist noch etwas schwieriger geworden. Und uns fehlt nötige Qualität, um vielleicht ein oder anderes Spiel auch mit Qualität zu gewinnen. Salzburg hat diese Qualität und vielleicht an dem Tag, wo sie nicht perfekte Tage erwischen können, sie mit diesem Qualitätsspiel zu gewinnen. Oder bei meinem Halbzeit, wo sie etwas schwächer spielen, dann mit Qualität zweite Halbzeit schaffen sie das umzudrehen. Diese Qualität fehlt uns und Grünwald, Stankovic, Gorgon, Jun, Muruk, es ist ein bisschen zu viel. Dilava mit unserem kleinen Kader auf den zwei Bewerber, das ist etwas zu viel. Aber wie gesagt, wir werden weiter kämpfen, wir werden natürlich noch zweimal gegen Salzburg spielen, noch einige Spiele vor uns haben, 25 Spiele. Also wir werden
Wir werden Letzten sein, die aufgeben werden. Ich habe eine Frage an beide Trainer, ich weiß, die Antwort wird sehr schwer. Aber ist es nicht ein bisschen traurig, dass es in Österreich keinen Schiedsrichter für so ein Spiel gibt? Weil ich und viele meiner Kollegen sind der Meinung, dass der einfach überfordert war. Mit dem Tempo und mit allem, weil es ist ein tempobezentes Spiel in Österreich. Ja gut, wir haben Herr Schönhofer, ihr habt das Spiel gegen Ried, hat einen entscheidenden Fehler gemacht beim 3-1, rote Karte, Elfmeter. Da verlieren wir 2 Punkte heute. So, keine entscheidende Fehler, aber du sagst etwas überfordert. Aber ich glaube, wenn das der Beste ist in Österreich, dann haben wir keine gute Niveau. Aber ich glaube, es gibt schon gute Schiedsrichter und ich würde nicht sagen, dass Schiedsrichterniveau in Österreich schlecht ist und Herr Schergenhofer vielleicht hat einen schlechteren Tag erwischt und das kann zu jeder passieren. Ja, ich sehe es eigentlich ein bisschen anders. Also ich fand das, ich habe ja auch schon das ein oder andere Mal den Schiedsrichter kritisiert. Ich fand heute, dass der Schiedsrichter eine gute Leistung gezeigt hat. Es waren sehr viele intensive Zweikämpfe und man kann nicht immer richtig liegen. Ich weiß nicht, ob wir immer, wenn wir außen, Sie sagen ja jetzt, der Schiedsrichter hat eine schlechte Leistung geboten. Sie haben die Situation auch alle nur einmal gesehen. Vielleicht werden wir heute alle Abend, wenn wir uns das Spiel nochmal angucken, vielleicht alle im Prinzip dann überzeugt sein, dass er vielleicht doch das eine oder andere Szene richtig bewertet hat. Also ich fand heute, dass der Schiedsrichter insgesamt sehr objektiv und aus meiner Sicht auch eine gute Linie hatte im Pfeifen. Ich rede gar nicht von den Fouls, die sind immer diskutabel, aber Vorteil abwarten, wenn es schnell geht, da ist der überfordert. Foul in hohem Tempo, Sachen, das kriegt er nicht mit. Ja, wie gesagt. Da gibt der Gelbe her, weil sich der Herr Koch aufregt, wegen einem Foul. Zweite Halbzeit ist die gleiche Situation, wo sich der Herr Lahn aufregt, da vergisst er wieder auf die Gelbe. Ich meine, die Dinge, die einfach auch zum Spiel dazugehören. Wie gesagt, nur mein Foul. Ich habe keinen entscheidenden Fehler gemacht, aber hat ein bisschen kein Gefühl gezeigt in einigen Situationen, aber braucht man keinen Schuld zum Schiedsrichter geben. Salzburg hat gewonnen, weil besser gespielt hat und effektiver war und die Chance, eine Chance mehr genutzt hat als wir. Muss man gratulieren und wie gesagt, vielleicht hat man, wie Robert sagt, ihr seht das im Fernsehen 2-3 Mal und dann kann es einen Urteil machen, der muss sofort reagieren. Kann sein, dass einer dran eine Feldentscheidung war, aber nicht das Feldentscheidungsspiel entschieden. Nein, das Spiel war ja sehr gut und ja, vielleicht zu schnell für ihn heute. Ah, auch manchmal ist es auch für einen Trainer oder für einen Spieler auch viel zu schnell. Weitere Frage, bitte. An den Herrn Schmidt, ist Christoph Leitgeb jetzt wieder eine echte Alternative? Hat er diese Spielidee jetzt verstanden, wie Sie einmal gesagt haben? Ja, es geht nicht darum, ob er die Spielidee versteht. Also es ging erstmal darum, ihn einfach in eine physisch richtig gute Verfassung wieder zu bringen. Und ich weiß natürlich, dass da immer sehr viel drüber geschrieben wurde, aber ich eigentlich mit dem Spieler immer in der Kommunikation war und wir immer halt uns da auch in der schwierigen Zeit, die natürlich schwierig war, ausgetauscht haben und ich immer gehofft habe, dass irgendwann der Tag kommt, wo er wieder auf den Platz kommt und seine Leistung bringen kann. Und deshalb war ihm halt letzte Woche gegen Wiener Neustadt, habe ich ihn auch in der Halbzeit eingewechselt. Und da hat er einen ersten Schritt gemacht, war jetzt auch unter der Woche in der Euroleague der Spieler, den ich als erstes eingewechselt habe. Und Sie können sich hundertprozentig sicher sein, ich wollte dieses Spiel hier heute unbedingt gewinnen. Und deshalb habe ich Christoph Leitgeb eingewechselt. Also natürlich ist er eine Alternative. Und auch sicherlich demnächst auch wieder eine Alternative für von Beginn an zu spielen. Markus. Ja, ich habe natürlich Respekt vor allen Mannschaften, aber natürlich ist es so, dass Austria vielleicht mit den besten Kader hat, also auch die meisten Möglichkeiten hat, aber wie der Trainerkollege ja gerade schon gesagt hat, es fehlen natürlich im Moment auch wirklich wichtige Spieler für die Austria, ist ganz klar. Also wenn man eben halt im offensiven Mittelfeldbereich dann eben halt quasi die 3 oder 4 ersten Spieler, die man da hat, alle verliert, dann geht das natürlich ein bisschen an die Substanz. Das ist ja bei uns nicht anders. Das war ja, das Problem hatten wir ja auch teilweise im letzten Jahr, dass wir viele Ausfälle hatten.
da war es eben halt bei Austria so, die konnten quasi jeden Sonntag mit der gleichen Mannschaft spielen. Ne? Deshalb, das war sicherlich auch ein Schlüssel dafür, dass man eben halt letztes Jahr konstant auf dem Niveau gespielt hat. Aber wie gesagt, wir haben jetzt 11 Spieltage, das ist ja noch niemals ein Drittel. Und von daher haben wir jetzt eine gute Ausgangssituation und glauben auch daran, dass wir alle Chancen haben, Meister zu werden. Aber es ist viel zu früh, jetzt schon irgendeine Mannschaft abzuschreiben und die Austria schon mal gar nicht. Morg Stankovic, jung. Also jung bis Freitag mit Antibiotikum, Morg. Schwere Verhärtung. Stankovic hat begonnen zu laufen. Vielleicht in zweiter Woche, in der Spielpausewoche. Vielleicht kann er im Training einsteigen. Gorgon nicht, Grünwald nicht. Sind alle verletzt. Also diese zwei, drei vielleicht könnten. Dilava wird sicher zurückkommen. Also von diesen 6 hoffe ich, dass zumindest 3 dann beim nächsten Kader Zusammenstellung dabei sind. Okay, gut. Dann danke, schönen Sonntag.